James Bond. Mit James Bond. Wir schauen jetzt den A-Teil an. Dieser A-Teil ist das Hauptthema vom Stück. Die linke Hand wird die hohe Melodie, dieser hohe chromatische Gang von der rechten Hand vom Intro, also H, C, Cis, C hatten wir so versteckt, das spielt jetzt die linke Hand. Wir stellen sie hier weiterhin mit dem fünften Finger auf E. Hier ist die Mitte zur Erinnerung. Wir fangen aber mit dem zweiten Finger an. Und die Hand, ich zeige gleich die versteckte Melodie, das wird das sein. H mit dem zweiten Finger, C mit dem Daumen, Cis mit dem zweiten Finger. Achtung, zweiter Finger wichtig, damit wir das binden können, Legato spielen können. Dann wieder C mit dem Daumen. Also H, C, Cis, C. Und dazwischen nehmen wir immer wieder der fünfte Finger. H, E, C, E, Cis, E, C, E. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist es schon. Und das wird der ganze A-Teil wiederholt. Also richtig einfach. Die rechte Hand hat dafür mehr zu tun. Sie wird viele Noten wiederholen. Und wenn wir am Klavier solche Töne, die wir schnell wiederholen, dann wechseln wir die Finger. Das ist sicherer. Wir bekommen einen klareren Anschlag, wenn wir die Finger wechseln. Wenn wir die Finger wechseln, sehr, sehr schnell spielen. Viel schneller, als wenn wir so mit einem Finger die gleiche Taste drücken würden. Also deswegen wechseln wir jetzt in diesem Fall beim Fis die Finger. Wir fangen mit dem Daumen auf E. Hier ist die Mitte, also zwei Töne höher. Und dann wechseln wir den Finger auf Fis. Wir nehmen erstmal den vierten Finger, dann dritte Finger, dann zweite Finger und wir enden mit dem dritten Finger. Das ist unser Zielpunkt übrigens. Und der ist ein bisschen lauter. Das muss man ein bisschen üben. Und dann kommt dreimal E. Diese Es sind langsamer, deswegen lasse ich es mit dem dritten Finger, mit dem Daumen, meine ich. Also, E, Fis, 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 E, E, E. Das ist der Takt 1. Beim Takt 2 haben wir das gleiche, nur jetzt mit G. E, G, 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 G und am Schluss dreimal Fis. Fis, Fis, Fis. Nochmal beide Takte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und das wird wiederholt. 1, 2, 3, 4. Der Takt 5 ist dann der gleiche wie Takt 1, also noch einmal. Und der Takt 6 fängt gleich an. Nur der letzte Ton nehmen wir jetzt nicht mehr der dritte Finger, also unser Ziel ist nicht mehr der dritte Finger, sondern der vierte Finger. Also wir machen 4, 3, 2, 4. Weil nachher kommt drei Töne. Fis, F, E. Und wir brauchen drei Finger. Mit zwei reicht es nicht. Also E, G, 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 Fis, F, E. Im Rhythmus.
die linke Hand wieder mit. Ich spiele alle 6 Takte, alle ersten 6 Takte. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Zweiter Takt. Immer noch das gleiche spielen und die rechte Hand strecke ich jetzt zum S hier oben und dann kommt G-Dur Dreiklang, G, H, D. Also du kannst es so wie ich mit fünfte Finger F und dann rutschen, fast rutschen auf dem Dreiklang oder du nimmst der vierte Finger und dann kannst du es auch binden mit 1, 2, 3. Ich nehme lieber den fünften Finger. Und nachher gehen wir zu dieser Terz, G und H. Also wir nehmen nochmal die 2 Töne, nur mit anderen Finger. Nächste Terz, Fis und A mit 2 und 4. Und wieder G und H. Takt 7 und 8. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nochmal. 1 und 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Takt 7 und 8 mit der linken Hand. 1 und 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Nochmal das. 1 zusammen und nur die rechte Hand, dann 2 links, 3 links, wieder zusammen auf 4 und nur die rechte Hand und dann im letzten Takt wieder zusammen und dann nur linke Hand. Letztes Mal. 1 und 2, 3, 4 und 1 und 2. Jetzt spiele ich alles von vorne, also ich spiele das Intro, dann A-Teil und dann wird dieser A-Teil wiederholt. Spiele ich jetzt nicht mehr, aber du weißt, nachher wird noch einmal das A-Teil wiederholt und nachher noch einmal das Intro. Also Intro, A-Teil, A-Teil, Intro. Los geht's! Dann den B-Teil, der klingt richtig, richtig gut.